Ja, wir werden uns eh dieses ganze System mal angucken. Ich werde hier einmal komplett durchlaufen. Und auch wenn es heißt, dass wir erst später in den Ding kommen. Ich weiß nicht, ob diese komischen Monstergeräusche, die man hier hört, vielleicht auch einfach nur. Ja, ob die. Wie sagt man, ob die einfach random auftauchen, wenn du dich in einer Gruft oder Höhle befindest. Ob das praktisch einfach nur bedingt ist, wo Geralt sich gerade befindet. Könnte ich mir nämlich auch gut vorstellen. Was ist passiert? Kreis des inneren Feuers. Igni. Ja, komm. Also wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, dann sollten wir das auch nutzen. So, jetzt die Sache, wo geht's jetzt wie hin? Jetzt gehen wir hier links runter. Ich muss mir auch mal die Shortcuts einbringen, welches Schwert ich mit was ziehe, weil ansonsten wird das noch arg verwirrend. Ach, jetzt sind wir aber falsch. Jetzt sind wir aber falsch. Muss ich zu. Also. Zu, doch zurück. Er sagt doch nämlich, irgendwelche Shortcuts gibt es nämlich. Ich weiß nicht, wie die Shortcuts funktionieren, also auf was die gelegt sind. Und Geralt fängt einfach an. Ja, Geralt, bitte fang an zu tanzen. Prima Ballerina Geralt von Riva. Also, die Löwenkopfspinne scheint ein Hexenkult zu sein. Also, beziehungsweise, was heißt Hexenkult? Aber was mache ich denn für einen Scheiß? Zumindest scheint es ein Kult zu sein, der sich in dunklen Regionen befindet, aufhält. Weil ich meine, hier ist jetzt Alter. Oh, ihr Sohn einer heimatlosen Elfenhure. Was bist du denn für ein Typ? Gerade hatte ich mich beschwert, dass es scheinbar keine richtigen Kultisten-Skins gibt und dann läuft ein Statue über den Weg. Ich schicke euch ins Grab! Das ist aber schön. Scheinbar haben wir den Kollegen irgendwie umlaufen. Scheinbar haben wir den Kollegen gerade umlaufen, also die beiden Kollegen. Aber es ist definitiv verwirrend. Hier waren wir aber schon gewesen, so jetzt runter und dann links rein. Und dann sind wir, glaube ich, im letzten Raum dieses Gewölbes. Und da ist auch noch was. Euer Ende ist nah. Also könnte das jetzt sein, dass wir hier einen Dungeon betreten haben, also der uns gar nicht irgendwie so viel weiter schickt, wie ich es erwartet habe, sondern uns eher hier drin wirklich einfach ja, ein bisschen Sachen spendiert? Liegt einfach nur noch so Kopf von dem Typen rum. So, was ist denn hier drin? Oh, alles mal nehmen. Unbekannte Bombe. Interessant, also müssen wir jetzt doch was wegwerfen. Okay, tun wir erstmal das ganze Essen weg, das wir vielleicht nicht so brauchen. So, und Gold-Diamant-Kette. Nehmen wir mit. Wabe kommt weg. Goldene Diamantring. Haben wir, glaube ich, noch einen, genau. Ein Diamant an sich. Oh, den hätten wir der Dame auch schenken können. Und eine Bombe.
Falls wir irgendwo mal Essen brauchen, wissen wir ja, wo liegt. Da müssen wir noch hin. Ne, also hier raus, da runter. Und dann mal hier hinlaufen, um zu gucken, ob hier vielleicht ein Ausgang wäre. Wie gesagt, ich verstehe absolut nicht, was Geralt da macht. Also kaum laufen wir in den Raum rein, stehen uns plötzlich 20 Typen gegenüber. Ich frage mich, was sie hier unten gemacht haben. Keine Frauen, kein Essen. Ist doch scheiße. Also damit könntest du mich nicht fesseln. Ist das gar nicht einer von den Starken? Ist das eher ein... Doch, das ist einer von den Starken. Also nicht, dass er stark ist, aber dass man ihn mit dem starken Stil bekämpfen muss. So. Und wie gesagt, bisher keine Monster gefunden, obwohl hier unten überall Monstergeräusche waren. Ja, und dann gehen wir jetzt raus. Links und dann einmal komplett durch. Wie gesagt, ich möchte einfach das Ende noch ablaufen und gucken, ob da uns irgendwas anderes erwarten könnte. Finde ich aber gut, dass wir hier rein sind. Finde ich jetzt echt gut, dass ich doch nochmal hier geguckt habe, denn ja, sonst hätten wir ja unser erstes Dungeon sozusagen nicht gefunden. Ja, warte mal, was? Ach ja. Ach ja. Okay, scheinbar ist dieses Gewölbe brutal eingefallen. Ich frag mich aber, was das, also ob das wirklich einfach nur eine Gruft unter der Stadt im Sinne von hier wurden mal Leichen aufbewahrt war oder ob das irgendeinen anderen strategischen Hintergrund hatte. Ach, hier ist der Ausgang. Ja, okay, dann haben wir, hier sind wir kaputte Treppen, also theoretisch, wo die Ausgänge wären, ist alles kaputt. Kommen wir nicht hier raus. Genau, ja, dann geht's wieder nach draußen. Gut. Dann haben wir unser erstes Abenteuer wohl abgeschlossen, hier in den seltsamen Ruinen der Gruft. WTF. Hoch mit dir. Ach, das wäre wieder das. Seltsam. Aber ich glaube, ich nutze die Zeit und meditiere. Wollte ich gerade dieses Lagerfeuer benutzen? Nein, wollte ich nicht, denn ich hatte gedacht, es wäre einfach nur eine gute Möglichkeit gewesen, um mal kurz die Aufnahme zu unterbrechen, denn wir sind hier, hä? Weitestgehend ver... Was? Spiele. Wartet. Ach, Gorgonest, alles klar, wir haben scheinbar nur das falsch irgendwie activated. Nein, ich habe nämlich gerade mal wieder eine Aufnahmeunterbrechung gemacht. Ihr kennt mich, ich mache das sehr gerne und sehr oft. Wir laufen an diesen Ertrunkenen jetzt einfach mal vorbei. Da ist noch ein Ertrunkener, an dem laufen auch vorbei. Mann, okay, jetzt werden es vielleicht ein bisschen viele, oder? Bitte ziehen Sie Ihr Silber-Hexerschwert, Geralt von Riva. Hexer. So, nee, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich jetzt ein bisschen gespoilert. Nicht was unbedingt den Questverlauf oder den Storyverlauf an und für sich. Häutbare Gegenstände? What the fuck? Nichts unbedingt, was irgendwie den Verlauf der Sache verändern könnte, sondern vielmehr habe ich herausgefunden, beziehungsweise wollte herausfinden, wie ich denn zur Hölle endlich auf den Friedhof komme. Und ich habe eine Möglichkeit gefunden, und zwar ist die Möglichkeit folgendermaßen. Du kommst irgendwann in diesem Spiel an einen Punkt, wo nämlich der Detektiv sagt, du musst mit Leuten reden. Und an diesem Punkt waren wir schon. Und sobald du mit Leuten reden musst, ich habe schon gedacht, jetzt hängt's, wo du mit Leuten reden musst, ja, musst du zum Friedhofstypen gehen und der sagt dir dann, also der gibt dir dann irgendwie den Tipp, dass irgendwas auf dem Friedhof nicht stimmt. Also gibt dir eigentlich nochmal eine Quest.
und sagt dann, dass du zu der oder der Person hingehen musst, den Passierschein holen, dass du dann zum Friedhof im Endeffekt gelangen darfst. Ja, und das würde ich jetzt einfach mal gerne ausprobieren, ob das denn im Allgemeinen so überhaupt funktioniert. Ich weiß, in der letzten Folge war die Melodie teilweise auch ziemlich laut, aber ihr wolltet sie so laut. Ich habe eigentlich an der, also nicht mehr wirklich viel verändert. Also ich habe eigentlich an der Audioeinstellung gar nichts mehr verändert. Nö, nicht, dass ich wüsste. Nee, alles noch genauso laut wie vorher. Glaube ich zumindest. Also ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Und deswegen, ja, wenn es jetzt doch im Nachhinein sich dann nochmal verändert hat und es jetzt doch zu laut geworden ist, einfach mal Bescheid sagen. Ihr wisst ja, ihr könnt mich über solche Dinge immer wieder gerne ansprechen. Und mir Bescheid sagen, wenn ihr irgendwas findet, was nicht ganz so passt. Dann immer wieder gerne. Wächter mit Fackel. Ihr solltet hier nicht rumlungern. Okay, abgeschlossen. Und wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, sind es glaube ich auch nur ein, zwei Musikstücke, so wie das jetzt, die ziemlich laut sind. Und ich glaube, der Rest ist sogar eigentlich passend. Das sind dann halt einfach die Musikstücke, die wirklich nochmal viel Laune geben. Bis zur Dämmerung meditieren, über Nacht, nein, bis zum Morgengrauen. So, und im Morgengrauen begeben wir uns dann nochmal zum Friedhofstor. Oh ja, und wenn wir jetzt letzten Endes doch keine Möglichkeit haben, zu dem Typen zu kommen, also reinzukommen auf den Friedhof, wo ich ja seit Ewigkeiten hin möchte, ja, gehen wir einfach mal zum Deich. Denn wir haben ja herausgefunden, es gibt eine Fähre zum Deich. Und das ist natürlich sehr gut, wenn Fähren sind immer toll und Fähren zu Deichen sind sogar noch besser. Definitiv noch besser. Jo, und ihr steht einfach wieder in der Gegend rum mit gezogenen Waffen und stecht die Luft ab. Warum machen die das? Warum zur Hölle machen die Kollegen das? Und ich muss ehrlich sagen, eigentlich finde ich es sogar nicht so schlecht, dass die Musik so laut ist. Ich mag die Musik echt. Was braucht ihr? Alter, wie hat denn der gerade... Okay, nein, doch nicht. Warum ist der Fried? Weil die Toten keine Angst im... Ich... Na toll. Kann nicht schaden, mal nachzuhören. Was braucht ihr? Warte mal. Warum? Weil die Toten keine Angst... Ich... Na toll, ein Held. Glaubt ihr, es ist leicht, einen Toten zur letzten Ruhe zu bringen? Hauptmann der Wache. Kann nicht schaden. Was braucht ihr? Okay, gut. Lebt wohl. Nee, dann sind wir also doch noch nicht an dem Punkt der Quest angekommen, wo wir theoretisch mit ihm zusammen reden könnten, damit er uns endlich da reinlässt. Aber das ist nicht schlimm, denn an dieser Stelle muss ich jetzt auch ehrlich mal zugeben, Siegfried sprach mein Herz. Wir haben mittlerweile so viel von Vysimar gesehen, dass ich auch langsam mal was anderes sehen muss. Und das bedeutet natürlich, wir begeben uns zu den Deichen. Ja, doch. Wir begeben uns mal zu den Deichen und gucken uns da einfach mal alles an. Vor allem schade, dass ich dem Bettler nichts geben kann. Ich meine, ich würde ihm eh nichts geben, weil ich geizig bin. Alter. Tor zum Deich. Und draußen, wie gesagt, befindet sich irgendwo eine Fähre. Mit der fahren wir dann zum Deich. Und ich glaube, da haben wir auch eh ein paar Quests haben wir da. So, von wegen, wer sind das? Der Clan Lovardain. Ich persönlich habe nichts gegen Hexer. Söldnerwache. Fährmann. Was kann ich hier mitbringen? Ja? Ah. Wie ich hörte, sollen Kreaturen den Warentransport gefährden. Ja. Ich nehme an, ihr fragt nicht aus reiner Neugier. Ich hatte gehofft, dass jemand für ihre Beseitigung zahlen würde. Ich vielleicht. Der Landungssteg im Sumpf ist wichtig für meine Geschäfte. Wegen dieser Kreaturen musste ich Einbußen hinnehmen. Wie sehen die Bestien aus? Es sind Ertrunkene. Sie kommen nachts raus, zerstören Waren und ermorden Träger. Ich würde 400 Orens zahlen, um sie loszuwerden. Mit dem größten Vergnügen. Oh ja. Reden wir. Ja. Okay, gucken wir erstmal, was er anzubieten hat. Ah, okay. Der bietet also auch nur Sachen für die schöne Frau an.
Ich habe mir irgendwas weg. Wow. Ein wertvoller Gegenstand, der verschenkt oder verkauft werden kann. Also für 300 Euro, was würde der bei dem kosten? Machen wir es mal so. Verkaufen wir es mal. Jetzt hat der. Okay, der würde 600 dafür wollen. Okay, von denen haben wir sogar noch einen. Ja, hin und wieder sollten wir auch einfach mal die Sachen nutzen. Söldnerwache, die interessieren uns halt einfach mal null. Redanischer Kaufmann. Immer bleibt alles an mir. Okay, gut. Und der Fährmann könnte uns dann theoretisch rüberbringen, aber. Bevor wir uns jetzt mal rüber. Hund, bitte. Ich will dich nicht töten müssen. Danke. So, ja, bevor wir jetzt aber rübergehen, setzen wir uns erstmal hier ans Feuer, ruhen uns aus. Und warten, bis die Ertrunkenen rauskommen und töten die dann. Beziehungsweise wir gucken uns, während wir rasten, nochmal unsere Quests an. Tagebuch, Quests. Unter der Oberfläche. Ah, okay, gut. Mysteriöse, nein. Faulkampf, nein. Nein. Hä? Hat er uns nicht jetzt Quests gegeben für hier? Ach, sicherer Hafen, hä? Ah, okay. Also das war zum Beispiel eine der Sachen gewesen, wieso ich jetzt nochmal nachgucken wollte, denn es sind gar nicht die Monster hier gemeint, sondern die Monster in den Sümpfen. Ist natürlich eine wichtige Information jetzt für uns an dieser Stelle. Sprechen wir mit dem Fährmann. Transportdienstleistungen, günstig wie nie. Bringt mich auf die andere Seite. Die Zeit steht nicht still. Habt ihr euch entschieden? 5 Ohrens, komm. Also bitte. Kann's losgehen? Ja, los jetzt. Wie oft wollt ihr noch fragen? Zum Sumpf? Nee, also, boah, sieht das geil aus mit dem Wasser. Also, auch wenn die Grafik echt alt ist, aber es sieht geil aus. Es freut mich, echt. Und vor allem, das ist jetzt der perfekte Moment, um einfach mal ein paar Gedanken zu spinnen, denn ich habe mir so ein paar Gedanken jetzt auch außerhalb des Spiels über die ganzen Charaktere hier gemacht, über den Thale, über den Vincent. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass der Vincent irgendetwas verheimlicht. Ich weiß nicht was, aber er kommt mir nicht so rüber, wie er es erzählt. Ich glaube, der verheimlicht uns was. Ich glaube echt, dass irgendwas stimmt nicht mit dem. Irgendwas ist nicht ganz koscher an dem Bruder. Okay, Geralt, was siehst du? Wir werden beobachtet. Irgendwas aus dem Sumpf beobachtet uns. Ausdünstungen, ertrunkene und nasse Füße. Mehr finde ich hier wohl nicht. Jean-Pierre? Wer seid ihr? Ein Hexer. Schau an, schau an. Und ich dachte, Leo Bonhart hätte euresgleichen ausgerottet. Nie von ihm gehört. Und das werdet ihr auch nicht mehr. Früher oder später trifft jeder in unserem Metier auf einen, der besser ist als er. Und was wäre das für ein Metier? Kopfgeldjäger. Was führt euch hierher? Wer war Bonhart? Der alte Leo war eine Legende. In gewisser Weise war er wie ihr. Er tötete emotionslos. So wie ihr einen lahmen Ertrunkenen töten würdet. Er war der Beste. Groß, schlank und... ein Blick aus diesen leeren Augen konnte einen gestandenen Mann brechen. War er ein Magier? Nein. Er tötete einige Hexer. Solche, die die Bauern gegen sich aufgebracht hatten. Magische Tricks und Hexerreflexe waren nutzlos gegen ihn. Aber er ist tot. Man könnte sagen, er hat seinen Meister gefunden. Wahrscheinlich ja. Uns. Gebt auf euch acht, Hexer. Ich bin wegen der Anzeige hier. Endlich. Habt ihr die heute? Ich komme wieder, sobald ich die Pelze habe. Ich werde hier sein. Ach, okay, der Typ Lebt ist wohl. Also der, der uns die Pelze anderen Großväterchen. Hallo, mein Junge.
Ich bin nicht euer Junge, Großväterchen. Ihr habt meinen Namen erraten. Hier nennen mich alle Großväterchen. Mir gibt man alle möglichen Namen. Meistens Geralt oder krätzige Missgeburt. Die Leute übertreiben. So hässlich seid ihr auch nicht. Nicht so ungut. Danke. Schon gut. Zweifellos bekomme ich noch mehr Krätze, wenn ich wieder durch diesen verdammten Sumpf stapfe. Ja? Ich suche Arbeit. Schwerter. Ich glaube, ich weiß, welche Art von Arbeit ihr sucht. Vielleicht könnt ihr mich zur Kapelle begleiten. Ich bin alt und kann ungeheuer nicht mehr so gut mit meinem Stab abwehren. Verpisst euch, Penne. Nein. Ich dachte an sich mehr an bezahlte Arbeit. Aber egal. Ich bringe euch hin. Nicht so hastig, Jungchen. Ich bin alt und nicht mehr so beherzt. Ja, komm, also wir können ihnen ja wohl mal den Gefallen tun. Läuft er uns hinterher? Nicht so hastig, Jungchen. Ich bin alt und nicht mehr so beherzt wie ihr. War doch gerade irgendwas rot. So, also er folgt uns jetzt. Alles klar, dann würde ich sagen, an der Stelle ziehen wir einfach mal das Hexer Silberschwert. Da sind schon die ersten ertrunken. Schrein der Militäre. Okay, ich denke mal, wir müssen diesen Weg nehmen. Denn er hat ja irgendwas von Monstern erzählt, die aus dem Sumpf kommen. Ey, rennt der Typ immer so weit weg? Wenn ja, wird es ja echt krätzig mit dem. Tongruben. Okay, wir gehen diesen Weg erstmal lang, oder? Genug, es reicht. Theoretisch können wir uns auch da. Genug, es reicht. Wo? Okay, da der Typ eh weit wegrennt, würde ich sagen, wir geben uns einfach in die Tongruben und schnetzel da alles nieder. Nein, komm. Machen wir es so, bringen wir ihn erst dahin, wo er hin möchte. Nachdem wir ihn dahin gebracht haben. Fahrt durch den Sumpf. Genau, nachdem wir ihn dahin begeben haben, gehen wir dann hier zurück zu den Tongruben. Ich glaube, da müssen wir eh hin wegen Berengar. Ich glaube, ich habe irgendwas mit Tongruben gelesen, wo der gute Berengar irgendwie vorbeigekommen ist. Oh. Kokakadamion. Ich wollte gerade sagen, dieses Spiel kommt mir jetzt nicht so wirklich rüber wie. Kollege? Jo, okay, hier waren scheinbar ein paar mehr Viecher, die auf uns eingeboxt haben. Hoppala. Okay, in den Kloaken. Ich behaupte, wir sehen uns gleich wieder.